Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, zu einer neuen Folge von Sims 4. Und unser Annettchen, die hat tierisch Hunger. Die hat vor Hunger schon keinen Stuhlgang mehr, wie du siehst. Und die macht sich jetzt erstmal was zu essen. Nimmt sich da einen Salat aus der Theke und schlottert den erstmal weg. Sie will ja noch eine Gruppenmahlzeit kochen. Das werden wir dann auch irgendwann machen. Aber wir lassen die Jutze erstmal essen und ich weiß nicht, ob sie Spaß am Kochen hat. Ich hoffe. Ich werde sie dann gleich mal kochen lassen. Weil der Spaß, der geht ja jetzt ganz schön in den Keller. Siehst du ja. So, ich werde mal noch schnell eine Nusch essen. Baribi Damse, Befalle Narbel, Vinvet, Jibs. Vielen Dank für den Host, Dr. Snow. Dankeschön. Ich freue mich ja. So, hat sie schon aufgegessen? Sie hat aufgegessen und dann kann sie gleich abräumen. Und erstmal schön auf den Stuhl gefurzt, warum auch nicht. Da siehst du richtig die olle Dunkwolke fliegen hier. So, mein Schatz, und dann kannst du kochen. Was können wir denn kochen? Grillkäse, schon wieder. Machen wir mal Macaroni. Familiengröße. Schauen wir mal. Ob sie das hinkriegt und ob sie daran Spaß hat, das würde mich ja echt mal interessieren jetzt. Schon wieder 11 Dollar ausgegeben hier. Nö, kein Spaß. Wir haben ja bald Level 3 erreicht. Kochfähigkeit Level 3, fast. Meisterköchin, zwei Mahlzeiten zubereitet. Mahlzeit kochen. Was schon wieder? So, das packen wir mal hier in den Kühlschrank rein. Zack. Warum ist jetzt die Wand weg? Oh, was ist denn los? Oh, sie nimmt sich ein Buch. Oh, die Raumfahrt. Vor vielen, vielen Jahren flog der erste Mensch in den Weltall. Aber bevor der erste Mensch wieder weggelegt. Na toll. Okay, sie hat keinen Spaß. Dann kannst du ein bisschen spielen. Sims Forever spielen wir jetzt. Können wir ja mal zugucken. Ah, guck an. Da brennen die Sims ab. So ähnlich wie bei uns. Bloß bei uns war es Strom. Levelaufstieg. Level 2 der Videospielfähigkeit erreicht. Annette kann jetzt, ja, spielen. Ja. Ja, schreiben sollte sie ja auch ein bisschen. Huch, meine Nüsse rollen durch die Gegend. Karu, Karu, Karu.
Ja, und da quillt auch schon wieder die Blase, gell? Uhr. Also nur noch 3 Stunden Zeit. Dann gehst du mal schon mal aufs Klöchen. So, Spaß hast jetzt jedoch gehabt. So, bitte einmal auf den Pott. Ach, braves Mädchen, sie setzt sich auch hin. Spülen auch nicht vergessen. Hände waschen. Und dann packst du erstmal das Buch weg. Und dann kannst du dir mal was zu essen nehmen. Stille Mahlzeit, Mittag servieren, Mittagessen. Fischtoast. So, bevor das verkommt, schnuddeln wir das halt erstmal weg. Okay, so. Das ist ja schon um 3 gleich. 2 Stunden hat sie noch Zeit. Muss sie da irgendwas erledigen? Aha, ausgezeichnet hier. Level 3 der Kochfähigkeit erreicht. Annette hat die Rezepte für Buntbarsch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostücken und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann sie mit anderen Sims über das Kochen reden. Na, ist ja wunderbar. So. 2 Mahlzeiten zubereiten. Ah, 5 ausgezeichnete Mahlzeiten. Angeln hat sie Stufe 2. Kochen Stufe 3. Freunde hat sie keine. Der Rick ist ja nicht. Ach doch, Rick. Ah, okay. Alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Ach ja. Zitronenbaum. Den können wir ja erstmal einpflanzen. Okay. So. Jetzt haben wir es schon 3:30. Ich weiß nicht, ob wir das Duschen noch schaffen. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Wenn nicht, dann geht es eben mal ein bisschen ungewaschen zur Schule, wollte ich schon sagen, zur Arbeit. Also Verbrecher, die stinken ja sowieso, weißt du, die sind ja immer nur am Laufen und am Schwitzen. Glaube ich jedenfalls. Also ich würde mir, wenn ich Verbrecher wäre, wahrscheinlich die Hosen kacken vor Angst. Verbane, Vobi Ibsa Bibdo, Quest. Ja, da, Trangela, Scharfsinn? Ja, Scharfsinn, ja, sie ist sehr scharfsinnig. Ach, so ein Scheiß, Essen hat wieder nicht geschmeckt. Mann, immer der gleiche Fraß hier. Teller ist auch nicht richtig sauber. Sollte mir mal eine Putzhilfe anschaffen, aber dafür habe ich kein Geld. Ach, jetzt bin ich wieder glücklich. Annette muss zur keine Stunde zur Arbeit, ja. Ah, ja, der Teller, jawohl, ich war ja was, ja. Den muss ich ja noch abwaschen und wenn ich fertig bin mit Abwaschen, dann ist es auch schon 17 Uhr und ja, so lange wasche ich ab, ja. Ich mache das alles blitzblank und immer sehr, sehr gründlich, ja, so für einen Teller brauche ich immer so eine Stunde, ja. Jetzt gehe ich erstmal Fernsehen gucken und ich gehe erstmal an den Computer, weil da will ich jetzt erstmal chatten eine Runde mit meinem Kumpel. Ja, das Ding aus dem Sumpf, ja, der ist ganz nett und ja, der steht auf mich und mein schuppiger Freund. Ja. Danach will ich ein Buch lesen, aber ich weiß, wenn ich ein Buch nehme, dann dauert es 2 Sekunden und dann packe ich das Buch sowieso wieder hin. Hooray, endlich das Buch, ja. Oh, Rick von hinten ruft an, da gehen wir natürlich ran, das ist ja ganz klar. Willst du vorbeikommen? Ja, du kannst vorbeikommen, nur ich muss in einer Viertelstunde zur Arbeit. Das macht ja nichts, du kannst ja so lange in meinem Haus bleiben und schon mal die Küche nackt putzen, wenn du magst. Oh, Bonsai. Was ist das? Der Herr im Schaukasten lesen. Oh, Scheißendrecke. Die muss jetzt zur Arbeit. Hör mal auf zu lesen. Hallo? Du musst zur Arbeit, mein Schatz.
Ja, sie geht zur Arbeit, sie zieht sich um. So, Rick, du kannst reinkommen. Sieh dich schon mal aus, mach's dir bequem. Ich bin jetzt weg. Ja, du kannst auch ein bisschen. Du kannst hier bei YouPorn gucken gehen, da mein Rechner, habe ich kein Problem mit. Oh, jetzt ist sie weg und ich bin so scharf. Oh, Scheiße. So. Das Problem ist, die Zeit, die wird jetzt nicht schneller laufen, weil Rick hier bei uns im Haus ist und an unserem Computer feilt. Er ist sehr, sehr traurig. Weil unsere kleine Süße. Was? Wie jetzt? Was haben wir noch keine? Lass die ja stehen. Hä? Müllsammler! Rick von hinten, was machst du da? Nein! Spielen! Ach nee, kannst du ja nicht. Die ist ja auf Arbeit. Ach so, ja, und fleißig sein musst du doch. Boss einschmeißen, fleißig arbeiten. So, fleißig arbeiten ist aber gut. Da räumt er den Müll aus unserer Mülltonne und schmeißt ihn da auf den Weg. Ich fasse es nicht. So eine Drecksau. Entschuldigung, so ein Ferkel meine ich. Mann, 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 Mann. So, ich hoffe, der verpisst sich jetzt. So eine Ferkel. Ja, nochmal schön durch den Müll gerannt. Was? Alter, bist du besoffen oder was? Hä? Wo ist der Müll hin? Hat er Boden getreten oder was? Na gut, dann werden wir mal die Zeit ein bisschen vorspulen. Weil sonst tut sich hier gar nichts. Vielleicht haut er auch bald wieder ab. Na? Schramm am Schuh. Oh, eine alte Dame hat den neuen Arbeitsschuh. Was? Hat den neuen Arbeitsschuhen aus feinstem Alligator-Lederimitat auch von Annette. Eine Schramme verpasst. Soll sie der alten Dame eine Lektion erteilen oder es ihr durchgehen lassen? Alte Frauen, die sollte man lieb haben. Durchgehen lassen. Komm. Hey, die alte Dame könnte die Omi von jemandem sein. Annette beschließt, Seniorin, die Respekt zu zeigen. Hat irgendjemand ein Problem damit? Leistungsverbesserung klein. Da haben wir einen Salat. So. Ach, nee, die sind immer noch auf Arbeit. Bis 22 Uhr, glaube ich, ging das. Oder so, glaube ich, ja? Oh, na, jetzt ist er endlich weg. Um 21:12 Uhr. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Na, ist doch ganz klar. Mache ich doch gerne. Hey, befördert. $528 haben wir gekriegt, oder? Simoleons. Beförderung zur Kriminellen. Annette wurde befördert und ist jetzt Kleinkriminelle. Sie verdient jetzt $4 pro Stunde mehr. 13, also jetzt 13. Sie hat zudem folgenden Bonus erhalten: $465 Spionageabzeichen. Ihre nächste Schicht beginnt am Samstag um 20 Uhr. Am Samstag? Das ist ja heute. Na, ist ja geil. Jetzt hat die alte Kind Spaß, doch sie liest ein Buch. So, sie liest Bauer sucht Frau. Der Untergang von Gran Rodiek gelesen. Aha. Ja, legt sie wieder weg, war klar. Yep. Ja, kann ich verstehen. Ja. So, was weiß sie denn hier? Energiegeladen zur Arbeit gehen. Ja. Und ein Spiegel. Sich vom Spiegel beruhigen. Okay. Aber erst lass sie mal ein bisschen lesen, damit sie ein bisschen Spaß hat. Und dann schicken wir die mal vom Spiegel. Und nach dem Spiegel kann sie sich erstmal waschen. Die Bluse entleeren. Ja. Schmie, schmaschmu. Ein Schmu ist das, was sie da schreibt. Schreibt und schreibt und schreibt. Nur Schmu von dicken Bären. Ja, vom Frosch und dicke Bären. Boah, voll der dicke Bär. Boah. Ach, so ein Scheiß. Und ich stink auch schon wieder. Ein Bär, der stinkt auch schon. Meinen Achseln habe ich Vogelnest.
Fühlt sich gerade jung aus. Ah, Popcorn könnte ich jetzt essen. Ah, ja. Schön poppen im Korn. Ach, das wäre so richtig geil jetzt, ey. Scheiß Buch, weg mit dem Mist. So, ich gehe mich erstmal duschen. Erfrischende Dusche nehme ich mir jetzt. Ich bin total verspannt. Ich sollte vielleicht eine dampfende Dusche. Aber jetzt ist es zu spät. Da. Gunfrog, der hat schon kalte Dusche. Erfrischende Dusche. Narvel, Chilu. La, 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 la. Gleich geht's los, pass auf. Da, 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 di, da. All die Vogelnester wegwaschen. Kerzenwachs. Eine Fresse. Klebt aber auch überall. Oh, ich brauche einen Kaffee, aber ich habe keine Kaffeemaschine. Oh, ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich muss was essen. Und furzen muss ich auch schon wieder. Schnelle Mahlzeit essen. Öffnen, öffnen, öffnen. Ah, nee, da nicht öffnen. Schnelle Mahlzeit. Schnelle Mahlzeit. Ja. Hat sie schon. Naja, warum auch nicht. So. Okay. Schnell was reingeschlotzt in den Rachen. Es ist 2.31 Uhr, die Blase so schon wieder leer, voll meine ich. Eieieiei. So, wir haben schon 7130 Simonien. Simonien, na ihr Geld. Ja, das ist wunderbar. Ach, ein Kaffee wert. Wo bleibt die Kaffeemaschine? Ich hatte die doch bestellt bei Otto. Aber Otto ist schon so alt und er schafft das nicht bis hierher. Ich brauche Kaffee. Und meine Blase, die bläst auch schon wieder. Und meine Gabel, die ist links vom Teller. Und ich räume das jetzt mal auf und gehe das gleich abwaschen. Ich pinkeln. So richtig schön strullen. Und hier habe ich schon vor der Toilette gepisst. Und ich wische das nicht weg, das trocknet von alleine. Und ja, wenn ich damit fertig bin mit pinkeln, dann gehe ich ins Bett und pennen gehen. Weil um 20 Uhr muss ich ja schon wieder verbrecherisch tätig sein. Ist alles nicht so einfach und pissen, da habe ich auch keine Zeit zu, mich da auszuziehen. Da setze ich mich einfach so aufs Klo und pinkel einfach so durch die Hose. Da habe ich ein Loch in die Schnitten. Naja, so ist das. So, jetzt gehe ich pennen. Guck mal, ich habe hinten noch einen Pissfleck. Guck mal da. Ist aber nicht so schlimm, der trocknet im Bett. Das macht alles nichts. So, hoffentlich steht die rechtzeitig auf. So, 6.30 Uhr, 7 Uhr, ja. Vielleicht fängt sie wieder ein bisschen an zu stinken. Die Hygiene geht schon wieder ganz schön in den Keller. Waschen, fressen, pissen, das ist das Einzige, was ich kann. So, Hunger hat sie, aber wir werden zuerst duschen. Ja, du stinkst unter der Achse, Arme. Wie der Himmel. So. La-da-di-da. Oh, Ballerina. Da-da-da. Ich dusche mir die Möpse. Oh, ja. Aha. Und ich muss mir auch den Popo waschen. Ja, mit Wasch und Go und so. Da. Ich piss in die Dusche, das macht mir gar nichts aus. Ich hab auch nicht das Klo gespült, aber das macht nichts. Nee, das geht zu weit. Ich sollte damit aufhören. Ja. So, 13.42 Uhr. Ein bisschen ist ja noch Zeit. Oh, ho, ho, ho. Do. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich muss Essen servieren. Speck- und Tomaten-Sandwich.
Ba-ba-da-ba-da, schmeckt gut, Tomaten-Sandwich fress ich jetzt. Ich fress alles auf und mir ist so unwohl. Aber warum wohl? Warum eigentlich? Schreckliche Dusche. Diese billige Dusche hat Janni für... Hagelkörner spuckt die Dusche. Das ist ja natürlich weniger schön. Ja, guck, wie die... Oh, wie die kocht. Und erstmal drauf hier schissen. Genau, erstmal das Fleisch erstmal auf ein Brettchen und erstmal richtig eine richtige fette Wolke drauf gefurzt. Das ist die Würze. Pfeffersalz hat sie nicht mehr, also muss da richtig drauf gepupt werden. Schmeckt auch sehr lecker. So, ich wundere mich nur, dass sie sich die Hand noch nicht abgehackt hat. Oh, sie hat Spaß. Oh, nochmal. Komm. Blas nochmal richtig ihn weg. Schmeckt besser. Und nochmal die Flasche. Oh, hat sie diesmal nicht fallen lassen. Und sie träumt von Gemüse. Ah, ich hätte jetzt Gemüse. Ah, ich habe ja Gemüse. Diese kaum dran gedacht, habe ich Gemüse in der Hand. Oh, Finger geschnitten. Oh, scheiße, ich muss zum Arzt. Ich stecke mir jetzt den Finger in den Arsch und dann ist die Wunde auch wieder weg. So, jetzt muss ich aber ganz schnell was essen. Ich hau mir jetzt meinen Pansen voll. Den Rest, den schmeißt der Gunfrog da in den Kühlschrank. Und wenn ich jetzt aufgegessen habe, ja, dann muss ich noch ein bisschen Spaß haben und ein bisschen socialen, ja. Ja, so. Aber bis dahin, ja, muss ich erstmal Pause machen. So, da ist die Pause. Entschuldigung. So, ihr Lieben, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zuschauen und so, wir sehen uns. Bis dahin, euer Gunfrog. Ciao, ciao.